Die Struktur des Seins ist also so beschaffen, dass man dasjenige, was man zu Anstachelungszwecken unbedingt wissen wollen würde, nicht mehr wissen darf. Man darf nicht mehr bemerken, dass man nicht mehr weiß, gar nicht mehr zu leben. Denn wenn man das wüsste, könnte das Leben nicht leben, könnte die Handlungen notwendigerweise nicht vollziehen. Man darf nichts von dem wissen, was man eigentlich ist als organisches Blasen, Seifenblasenwesen, zum Beispiel darf eine Frau, selbst wenn sie sich dabei im Spiegel beschaute, nicht mehr bemerken, sie wird nämlich seelenblind, was damit ihr angestellt wird. In diesen organizistischen Rein- und Rausspielen, denn sie verspürt dabei anderes an anderem Ort und rechnet es einer metaphorischen Aktion zu. Und auch die Männer, die glauben, dass es um die Eroberung, die Rückeroberung des verlorenen Ortes geht, bemerken schon während der Aktionen, dass es eigentlich bereits hier um etwas anderes geht, nämlich um jene Ausdauerarbeitsleistungen, die dadurch eingeleitet werden. Und so verhält es sich mit allen anderen der neuen Kompartimente oder neuen Ebenen, von denen wir gesprochen haben. Existenz, Wiederverschwinden, Tod, bewusstes Bewusstsein, genau wissen, dass man nicht wissen darf, nicht bemerken, dass man immer in Bewegung bleiben muss, um das Schmetterlingsdasein der Selektionssiebe zu genügen. Immer mit dem gleichen Resultatausgang. All das darf man nicht wissen, nicht bemerken, welches Trägermatrix man ist, welches Quallenwesen, welches Blasenwesen, welcher Hohlbeigel. Man darf nicht bemerken, dass man ja gar nicht weiß, was das ist, dass man ist. Ein Körper, ein abgespaltener, zudem auch noch, und so weiter und so fort.